So, Musik aus, Game an. Das ist unser Plan jetzt, denn ich habe einen Lobby-Invite bekommen für Night End gegen Blei. It's stuck at... So, ich frage nochmal nach dem Standing. Okay, 0-0. Nice! Das heißt, Neros of Night gegen Acer Blei. Das jetzt die erste Map. Protoss gegen Zerg, da freue ich mich den ganzen Tag drauf, als ich gesehen habe, dass die beiden im Grid auf alle Fälle aufeinandertreffen. Und Leute, ich freue mich riesig, euch das jetzt ankündigen zu können. Holt eure Freunde dazu. Intellect Stream Masters. Jetzt gibt's aufs Fressbrett Best of 3 Expedition Lost LE ist unsere Map, PVZ, und wir haben hier wirklich zwei, ich möchte sagen, Top-Athleten des elektronischen Sports. Und macht nochmal ein bisschen Lärm zu Hause, aber ohne dass die Nachbarn aus dem Bett fallen, falls sie schon schlafen sollten. Oben rechts gestartet vom Team Neurosoft. Night End. Ja. Gewinner von Skyground Cup Nummer 1 übrigens. Und unten links Acer Blei, der den zweiten Skyground Cup gewonnen hat, ne? You get it? Wir haben zwei Leute, die bei meinem eigenen Cup schon mal gewonnen haben. Und jetzt sehen wir die beiden im direkten Vergleich, der eine als Zerg, der andere als Protoss. Und die beiden kennen sich auch ein bisschen. Just take time, one. No idea. Ich glaube, die unterhalten sich wirklich gerade über die BOs, die sie spielen. Hab irgendwie den Anfang der Konversation ein bisschen verpeilt. Aber okay. Ja, die ersten Overlords gehen über die Map. Wir können vielleicht mal kurz über die Map reden. Ist nämlich wieder nur eine Two-Player-Map. Wir haben hier zwei Xel Naga Watchtower. Wenn ich die sehe, muss ich immer an Neo Planet S denken. Nur das halt... Ja, die Map ist halt anders aufgebaut. Wir haben mehr Sträucher, hinter denen man sich verstecken kann. Und solche Geschichten. Nur ein paar Destructible Robs über der Map verteilt. Und, also vom Positioning der Mansion könnte jetzt aber fast hinhauen. Hier ist halt einfach nur der High Ground anders. Und bei Neo Planet S war ja diese Expansion, die jetzt rein theoretisch hier wäre, war auf einem anderen Plateau quasi ein bisschen hervorgehoben. Und Night End wieder mit dem Scoutworker. Ich bin jetzt gerade überlegen, wann hat denn Blei den Pool geschmissen? Das ist, glaube ich, ein 14-Pool. Weil er fällt ja nicht allzu früh. Und Night End seinerseits nimmt hier aber direkt die Gateway-Expansion. Oh! Oh! Blei, wie er lebt und lebt. Der Junge kann einfach keine normalen StarCraft 2-Spiele spielen. Pool first, Gas. Wenn das Gegner sieht, denkt er sich, what the hell, Marslinge, ich brauche eine Wall. Ich muss, powern, ich brauche Zealots. Verdammt, Probes sind egal. So, was ist, der expandiert einfach hidden. Jetzt ist bei mir gerade noch die Frage, okay, warum? Warum expandiert er da hinten? Was hat er davon? Er hat einen kürzeren Laufweg zum Gegner, okay. Jetzt kommen noch die Linge. Aber ich glaube, Night End wird denken, okay, das ist pur Link All-In. Und den muss ich halten. Danach ist alles Chico. Hat das nur ein Zealot. So, hat er schon Mavische Core? Nee. Ein Zealot gegen vier Linge ist auch nicht ganz das Matchup, was du haben möchtest. Da muss er auf alle Fälle noch was dazu nehmen. Ein zweiter kommt gleich. Er darf jetzt den ersten nur nicht verlieren. Oder zu viele Probes lassen. Das wäre ganz ungünstig. Oh, das ist direkt spannend. Nebenher ist natürlich noch die... Der baut direkt einen Roadtron. Ist das geil. Also mit diesem Marsling-Bild, den er hier suggestiert, da zwingt er ja Night End quasi in die Schiene. Okay, Bausellitz ohne Ende. Die sind gut gegen Linge. Und dann kommt er mit 3-4 Roaches und kann die einfach schön wegkiten und kaputt machen. Und Burrow kommt auch noch gleich mit. Was ist denn das für ein kranker Bild? Das geht doch auf keine Kuhhaut. Blei, was hast du genommen? Oh, die Linge kriegen jetzt hier ein bisschen Damage. Da wird gemicrowed. Da sind auch schon drei Zealots. Nebenher kommen auch die ersten Roaches.
Und er kommt halt mit einem Ling auch noch eiskalt raus. So, Night End muss jetzt erstmal pausieren. Es ist unglaublich unmöglich, was hier passiert. Er weiß halt noch gar nichts von seinem Glück. Denkt vielleicht, okay, jetzt ist es jetzt. What's up? Ja, das würde mich jetzt aber auch interessieren. Explain. Wait a minute, cat is burning. It pops up. Some window. So pop down and go. Aber ich glaube, Blei ist hier ein bisschen angefressen. Warum ist der Typ so mad? That's what I'm doing. Go, go. Ja, sollte gleich weitergehen. Ich finde den Bild halt zu geil. Okay, okay. Go, go. Weiter geht die wilde Fahrt. Bel-Air mit am Start. Jetzt haut er hier. Er haut hier. Das ist also das Ziel. Er haut hier hinten die Backdoor auf. Oh mein Gott, ist das fies. Da kann er vorne halt wallen, wie er möchte. Frage ich gerade, kann Night End das hören oder so? Kriegt man das mit? Nee, kann er nicht. Oh mein Gott, ist das gemein. Vorne ist halt mit den Linken zugange. Das heißt, Night End wird sich da definitiv drauf konzentrieren. Es ist die Frage, ob er das riecht. Was da wirklich auf ihn zukommt. Weil das sind, boah, das sind schon 6 Rundschüsse. Da kommen noch 3 mehr. Und hinten. Das ist so unmöglich. Vor allen Dingen laufen auch keine übers Feld oder so, die vielleicht gescoutet werden könnten. Nein, er baut die Roaches komplett da vorne. Komplett. Hinten baut er Drones, vorne Roaches. Und das wird eine ganz böse Überraschung für Night End. Das ist unglaublich, was er hier abzieht. Da kommt der Creep. Da sind die Roaches. Und in dem Moment wundert sich Night End wahrscheinlich, was zum Teufel ist das? Geht direkt auf die Pylonen. Oh Gott. Er hat halt auch nur ein Gates. 2 werden vorne gerade gebaut. Und hat er überhaupt einen Mothership-Core? Ja, hat er. Aber hier, beide Pylonen verloren. Kein Warp-Intech. Er kann Force-Fielen, damit die nicht runterkommen. Der Nexus Overcharge hilft ihnen gerade ein bisschen. Oh, und dann burnt er auch noch bei 10 HP. Die Queen überlebt vorerst. GG, 1:0 für Ace Supply. Was für ein krankes Spiel.